Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh meine Güte, ihr glaubt gar nicht, wie ich euch vermisst habe. Ja, jetzt war ich 14 Tage krank. Ja, ich habe 14 Tage auch kein Video reingestellt und ich habe so viele gute Besserungsglückwünsche bekommen. Ich möchte mich erstmal vorweg, bevor ich hier heute starte mit meinem Video, mich erstmal bei allen bedanken, die mir über Facebook und Instagram geschrieben haben und auch natürlich immer wieder unter die Kommentare zu meinem letzten Video. Und ich habe mich da total drüber gefreut. Ich habe gedacht, meine Güte, so viele Leute haben an mich gedacht und ja, mich auch vermisst. Ne? Und das macht natürlich auch irgendwo baut es ja trotzdem auf, weil man denkt, oh Gott, man wird vermisst. Also du musst wieder gesund werden, damit du dein nächstes neues Video reinstellen kannst. Und ich habe mir heute überlegt, dass ich erstmal ein Video reinstelle. Es ist also mein allererstes nach den 14 Tagen. Und das ist immer ganz komisch. Wenn man lange kein Video gedreht hat, dann sitzt man hier erst und denkt, oh, wie fängst du heute wieder an und so. Das kennen ganz viele YouTuber, wenn man lange kein Video gemacht hat. Da habe ich mir gedacht, ich fange heute mal mit den Alessandro-Lacken an. Ich hatte sie ja dann zum Schluss, als es mir schon ein bisschen besser ging, immer mal auf Facebook und Instagram gepostet und ja, ich habe mir gedacht, wenn du schon nicht vor die Kamera kannst, weil das hier alles noch ganz entzündet war, es ist jetzt einigermaßen abgeheilt in meinem Gesicht, dann machst du wenigstens was über Facebook und Instagram. Ne? Und das fand ich natürlich auch ganz toll. Dann konnte ich wenigstens ein bisschen mit euch quatschen und schreiben und das hat mir echt weitergeholfen. Ne? Aber ich zeige euch erstmal den Kalender heute mal in die Kamera. Ich drehe mich mal ganz kurz ein bisschen und zwar ist das dieser hier. Den habe ich bestellt bei QVC. Einige von euch werden es wissen, ich hatte es erwähnt. QVC ist ja jemand, der, also die führen Alessandro-Lacke und auch ganz viele andere Produkte noch von Nagelölen und ich weiß gar nicht was alles. Also wenn ihr euch für Alessandro-Produkte interessiert, dann könnt ihr einfach mal bei QVC schauen. Ich finde immer, dass die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Ne? Alessandro sind ja normalerweise so Profilacke für Nagelstudios und Kosmetikstudios und da sind sie natürlich wesentlich teurer und jetzt werden sie hier bei QVC natürlich auch in anderen Stückzahlen produziert und dadurch können die auch ganz andere Preise machen. Ne? Also ich finde die Preise auch bei diesen Nagellacken bei QVC immer gut und man hat immer wieder das Glück, dass es mal ein Tagesangebot gibt und sich dann mal irgendwo wieder ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis ergibt. Ja, ich habe mir mal ein bisschen was rausgesucht. Ich konnte leider das Video nicht mehr finden. Ich hatte mir das Video angeschaut, als ich diese Lacke hier gekauft habe. Ich halte sie auch gleich nochmal hoch. Da wurde gesagt, dass zum Beispiel Alessandro, und ich hoffe, das wird einige von euch interessieren, nach diesem 5-Free-Prinzip arbeiten. 5-Free, da müsst ihr mal eingeben bei Google zum Beispiel. Google da mal. Das heißt, dass diese Lacke zum Beispiel frei sind vom Formaldehyd und vielen anderen schädlichen Stoffen, die viele andere Lacke enthalten. Und Alessandro, er sagte, das in einer Sendung bei QVC, da wurde das erwähnt, dass er eben, also dass Alessandro nach diesem 5-Free-Prinzip arbeitet und dass da diese schädlichen Inhaltsstoffe, diese 5 verschiedenen, die im Internet auch aufgezeichnet sind, da kann man also schauen, es gibt auch schon 3, also 3-Free, also es gibt auch schon 5-Free und da sind so gewisse Stoffe nicht drin. Und das finde ich ganz toll, wenn viele haben mich schon mal gefragt, auch bei den Kosmetikprodukten, dass die ja, Mikroplastik enthalten und diese Sachen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es mal ganz erwähnenswert, dass Alessandro dieses wohl aufgenommen hat. Ich konnte es nur leider nicht finden. Ich hätte es euch sonst auch hinterher in der Infobox unten verlinkt. Ich kann höchstens noch mal die Videos durchschauen bei QVC und mal gucken, ob ich es doch noch mal irgendwo finde, wo es erwähnt. Und dann werde ich es euch unten reinsetzen. Und ich werde euch auch mal die Seite verlinken, wo man erklärt, was ist 5-Free. Jo, das war's. Ich habe mal geguckt auf Stiftung Warentest. Da hat im Übrigen, haben die Alessandro-Lacke, man kann ja bei Stiftung Warentest auch im Internet schauen, wie schneiden so die Lacke ab. Und da hat, ja, Alessandro-Lacke haben da also mit 2,3 abgeschnitten und das finde ich echt gut. Also da kann man nicht meckern. Wie gesagt, es interessiert viele, was man sich auch auf die Nägel macht, weil es kommt ja doch auch immer noch über die Nagelhaut. Da werden Stoffe, also Gase, ne, die gasen ja aus, diese Nagellacke. Und dann kann es trotzdem noch über das Nagelbett mit aufgenommen werden und da ist es ganz wichtig, dass die also auch, wie gesagt, bestimmte Kriterien erfüllen und natürlich dann auch bei Stiftung Warentest, wie schnell trocknen sie und so weiter und so fort. Ich habe jetzt, wie gesagt, einen Lack ausprobiert. Ich werde sie euch heute alle gleich nochmal vor die Kamera halten. Das ist die Nummer 1 aus dem ersten Türchen und das ist dieser Nagellack. Ich habe jetzt 2 Schichten drauf und er hält wirklich sehr gut und diese Information, dass die Alessandro-Lacke sehr gut halten sollen und ich habe jetzt schon einiges ausgetestet, wo ich mal so ein
so ein Video machen werde zwischen verschiedenen Lacken. Da muss ich auch sagen, da hat jemand geschrieben, nicht nur jemand, sondern mehrere geschrieben, die Alessandro-Lacke sind super, die Alessandro-Lacke halten ganz toll, endlich mal, und andere Lacke halten bei mir gar nicht, und das finde ich also richtig super. Und wie gesagt, die haben eine riesen Farbauswahl. Der Kalender, ich zeige ihn euch nochmal, hat mich von daher eher so interessiert, was ich sehr schön finde. Und zwar ist mir gerade die Nacke rausgefallen hier. Ich muss ihn mal hochhalten gleich für euch. So sieht er aus von innen. Moment, ich muss mal gucken, dass das hier mit dem Mikro und allem ein bisschen klappt und wir die nicht hier rauspurzeln. So sieht er also aus, so kommt er daher. Und dann habt ihr oben, wie gesagt, die Nummer 1. Ich hole jetzt einfach die Lacke mal raus. Und ich zeige es euch mal, und es sind alles kleine Fläschchen, und das finde ich eigentlich schon mal sehr schön. Ich weiß nicht, wie viele von euch wissen, wie oft ich schon mal erwähnt habe, es müsste viel mehr kleine, also Produzenten von kleinen Nagellacken geben, weil ich finde diese 5 Milliliter Fläschchen, und zwar sind das diese hier, die finde ich sehr schön, weil dann hat man einfach mal ein paar mehr Lacke. Ne? Man muss nicht diese großen Flaschen kaufen, die trocknen aus, die braucht man nie auf. Ich kenne das selber, dann stehen die rum, dann schmeißt man sie weg. Ja, und dazu muss ich auch noch sagen, nicht nur, dass ich diese 5 Milliliter Fläschchen liebe, außer der 24. Da ist ein 10 Milliliter Fläschchen drin. Auch die Pinsel von Alessandro sind sehr, sehr schön. Also ich achte ja auch immer darauf, wie sind die Pinsel. Ne? Kann ich so mit fast einem Strich über den Nagel gehen und das auftragen. Und da möchte ich es euch mal zeigen. Ich hoffe, dass wir das jetzt ein bisschen rüberkriegen. Es ist ein kurzer Stiel, aber es ist ein schönes, breites Pinselchen. Also wenn man ihn auf dem Nagel aufträgt, dann fächert der so richtig schön auf. Und man kann eigentlich mit einmal in der Mitte, einmal links, einmal rechts, dann ist das aufgetragen. Also das finde ich super, super schön. Und wie gesagt, ich werde euch unten auch nochmal die Farben mit in die Infobox schreiben. Jetzt wollte ich sie euch einfach mal zeigen. Also das ist ein sehr schönes Rot. Und jetzt fange ich mal mit dem Türchen von dem Türchen 6 an. Da habt ihr zum Beispiel diese Farbe mit dabei. Das ist so mehr so ein Orange-Rot-Ton, möchte ich mal sagen. Also wirklich sowas, ja, ein bisschen ins Orangefarbene geht das rein. Dann haben wir hier das Türchen Nummer 9. Das ist ein rosa perlmuttfarbener Nagellack. Ich hätte sie euch heute wirklich gerne auf ein Nagelrad gepinselt, und das hatte ich auch vor. Ich finde es nicht. Ich habe es mir gekauft bei Amazon und ich suche mein Nagelrad und es ist nicht da. Ich weiß auch nicht warum, wenn ich es noch finden sollte, also nicht wundern, wenn auf einmal doch Bilder noch auftauchen in dem Video, dann habe ich es vielleicht doch noch gefunden, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich wollte es euch alles aufpinseln. Hier haben wir so einen schönen pinkigen Ton, den finde ich auch ganz toll. Also ich finde, man hat so von allen Farbtönen was dabei. Hier unten haben wir einen Metallic Look schimmernden in so einem bärigen Rot, also auch ein ganz toller Farbton. Den wollte ich eigentlich erst auftragen, aber dann hatte ich diesen hier schon drauf und ach ja, habe ich gedacht, okay. Dann haben wir etwas in so einem Altrosé oder Rosenholzton, möchte ich euch auch zeigen. Das ist dieser hier. Und ich finde, das sind auch so Farben in dem ganzen Kalender, die so gemischt sind. Man hat immer so ein bisschen was Nude-Farbenes, dann hat man wieder was Kräftiges, auch schon wieder fürs Frühjahr. Man hat auch viele schöne Rottöne für Weihnachten, finde ich auch super. Und hier haben wir sowas, das ist so ein bisschen eine Mischung, ich kann es nicht beschreiben, ob es fast so ein bisschen wie lila-flila-Farben oder blau ist. In der Kamera kommt es blau rüber. Ich habe das den Tag schon bei Facebook gesehen. Aber es ist nicht so blau, wie es jetzt hier in der Kamera rüberkommt. Es hat einen Einschlag von dem Flieder-Farbton. Also aber ein ganz toller Flieder-Farbton, finde ich sehr schön. Hier unten haben wir in dem Türchen Nummer 19 zum Beispiel einen Gel-Look-Top-Coat. Das heißt, man kann also alle Lacke auch nochmal mit dem Gel-Top-Coat überlacken, und dann hat man halt diesen Gel-Look. Habe ich nicht ausprobiert, wollte ich erst noch, aber ich habe gedacht, ich zeige euch erstmal den Nagellack und den Glanz von den Lacken so. Das heißt, auch schon ohne diesen Gel-Top-Coat hat, finde ich, der Alessandro-Lack oder die Lacke haben wirklich einen ganz, ganz tollen Glanz. Finde ich sehr schön. Da ist nichts weiter drauf als nur der Lack, kein Top-Coat und weiter nichts. Und dann haben wir hier so ein richtig schönes Rot mit so einem Einschlag. Ich muss mal gucken, kriege ich das überhaupt in der Kamera rüber. Das ist so ein Rot, das ist, muss ich mal gucken, da ist so ein bisschen Pink mit drin. Das sieht so ganz, also ich kann das nicht beschreiben. Dieses hier hat ja so einen orangefarbenen Einschlag und das hier hat nochmal so ein
pinkigen Einschlag. Also das sind ja die Rottöne, kann man ja auch nochmal super unterteilen. Nicht jedes Rot ist gleich Rot und da sind die dann nochmal unterschiedlich so ein bisschen in den Farbtönen. Ich könnte sie natürlich auch mal nebeneinander halten, vielleicht kann man das dann ganz gut erkennen. Ich halte sie mal so in die Kamera und dann könnt ihr schon sehen, dass das ein bisschen unterschiedlich ist. Also der eine ist orangestichiger und der andere ist so ein bisschen beeriger oder pinkiger. So, dann haben wir auch noch einen ganz schönen toffeefarbenen Ton. Ich möchte aber sagen, es ist Toffee. Toffeefarbenen Farbton, das ist auch so was ganz Schönes. Also auch, ich kenne die Farbtöne auch von zum Beispiel Leighton Denny. Der hatte auch immer so schöne Brauntöne gehabt und die habe ich auch immer geliebt und ich hatte schon lange keinen mehr, weil mir die eingetrocknet waren. Ja, und von daher finde ich es ganz schön, dass ich mal wieder so einen Toffeefarbenen habe. Ja, und dann habe ich hier so etwas, das ist so ein wirklich beeriger bis hin zu einem leicht dunkel-lila-farbenen Touch. Es sieht jetzt sehr dunkelrot aus, aber es hat mehr noch so ein so einen bärigen lila Touch damit drin. Das ist schade, die Kamera bringt das jetzt nicht so rüber, weil das sind so ganz feine Nuancen, die man immer bei den Lacken so hat, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt nicht rot, das ist mehr so ein bisschen, ich drehe den mal auf, vielleicht kann ich es dann noch besser beschreiben. Ja, das hat einen lila Einschlag, also so ein dunkles Lila ist da mit drin und also ganz anders wie jetzt das Rot, was ich jetzt drauf habe. Ne? Okay, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir etwas, das ist ein Basecoat. Also man kann auch einen Basecoat auftragen. Es ist ja immer so, dass wenn man einen Basecoat drauf macht, dass die Lacke besser halten sollen. Ich habe jetzt hier heute keinen Basecoat drauf gemacht, weil ich zum Beispiel auch mal testen möchte, wie tragen sich die ohne Basecoat. Weil es wird bei Alessandro gesagt, dass die Lacke nicht abfärben, also dass sie nicht den Nagel verfärben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, also das testest du jetzt mal aus. Ne? Nicht, dass deine Nägel verfärben oder so. Und das werde ich jetzt mal ein paar Wochen durchziehen und werde mal schauen, ob die Alessandro-Lacke wirklich nicht, ja, den Nagel verfärben. Ne? So, jetzt haben wir etwas in einem zarten Rosé-Taubton. Das ist auch was ganz, also sehr nude-farben. Ne? Das ist so ein bisschen Rosé-farben, so ein Alt-Rosé, aber so in so einem helleren Taubfarben. Also ich würde sagen, Taub mit Rosé ist das Gemisch. Ne? So würde ich jetzt diese Farbe hier beschreiben, also nude. Auch wieder sehr schön. Und dann wieder die kräftigen Farben. Ne? Also die wechseln immer hier zwischen so einem kräftigen Pink jetzt wieder, was fast so einen Neon-Einschlag hat. Wenn man die Flasche sich anguckt, dann hat man fast so das Gefühl, das wäre so ein Neon, so ein richtiger, also richtig knalliges Pink. Ne? So fast was für den Sommer. Ne? Hätte ich jetzt fast für den Sommer genommen. Aber das finde ich so schön bei der Mischung hier im Kalender, dass wirklich von allem, was dabei ist, wo ich sagen kann, ich möchte Nude tragen, ich möchte ein schönes feierliches Rot tragen, ich möchte einfach nur mal einen Braun oder Ton. Hier haben wir noch mal einen Taubton, also zu dem passenden Brauntaub ist es dies hier ein so ein Beige-Taub, also sehr hell und schön, trotzdem in die Kategorie Nude würde ich den einsortieren. Aber wie gesagt, da gibt es halt viele verschiedene Nude-Töne. So, dann haben wir hier den 24. Da ist dann natürlich das kräftige Santa Claus-Rot, würde ich mal sagen. Ne? Das kräftige Weihnachtsrot finde ich sehr schön. Da haben wir die große Flasche mit 10 Millilitern. Ich gucke gerade mal, ich habe noch nicht reingeguckt, wie da der Pinsel ist. Ah ja, der ist natürlich ein bisschen länger vom Stiel her, aber auch schön breit. Also es sind schöne breite Pinsel, damit kann man gut auftragen und das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. Ich mag das nicht, wenn ich so einen ganz kleinen runden Futzelpinsel habe und der muss man da immer pinseln und pinseln. Ich finde das immer schön, so mit einem Auftrag muss man so drei Viertel der Oberfläche schon erwischen, dass man nochmal einmal links und einmal rechts geht und dann muss es gut sein. Und dann finde ich, sieht der Lack auch schön aus, als wenn man immer 100-mal streichen muss. Ne? Ich mag das nicht. So, hier haben wir jetzt so einen schönen Aprikoton. Also wirklich Aprikot und sehr zart, pastellig, also ein zarter, pastelliger Aprikoton, kommt noch viel schöner auch wieder rüber als in der Kamera. Super Farbe, gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, finde ich auch sehr schön. So ein zartes Aprikot mit so einem Einschlag von Rosé. Ne? Also schade, dass man das hier nicht so in der Kamera erkennen kann. Oh, der ist schön. Liebe ich ja. Ich bin ja auch so ein Fan von Rosé-Tönen. Ne? So, und hier haben wir etwas, das ist auch in dem Bereich Nude-Rosé, aber hier haben wir es wirklich etwas kräftig.
Und hier haben wir so ein ganz zartes, pastelliges. Also das ist wirklich etwas, was so ganz, ganz, ganz zart. Das wird so etwas sein, wenn man den aufträgt. Da wird man auf den Nägeln auch zwei Schichten bestimmt auftragen oder nur eine Schicht, wer es fast so haben möchte wie natürliche Nägel, ne? Dass man also wirklich nur so einen ganz, ganz zarten Roséschimmer, der sich mit dem Nagelbett verbindet. Kennt ihr das? Wenn man dann so das Gefühl hat, man sieht diesen weißen Kranz hier vorne und der Rest ist so ein bisschen pastellig, nur mit so einem zarten Roséschimmer. Rosa überzogen finde ich auch immer sehr schön. Da gehört der hier rein. Also der ist wirklich ganz, ganz, ganz zart. Aber schön. Super, super schön. So, welchen haben wir denn hier? Jetzt wird es noch heller. Hier haben wir fast wie so ein Silberweiß-Taub irgendwie. Also so ganz, ganz, ganz zart hell ist er. Und ich gucke mal, könnt ihr sehen, also der geht wirklich, er ist nicht weiß in dem Sinne, wie wir es von den Lacken aus dem, ich hatte meiner Glossybox so einen ganz weißen, also so weiß ist er nicht, aber der hat so einen Einschlag von Perlmutt und so ein bisschen, ja, sehr, sehr hell. Ganz helles Nude, aber nicht weiß, ne? Aber er ist sehr hell. Viel, viel heller als zum Beispiel jetzt dieser hier, der den rosanen Einschlag hat oder der hier, der dann schon wieder diesen Aprikot-Einschlag hat, ne? Also das sind jetzt auch drei Farben, die sehr schön sind. Ich zeige sie euch mal nebeneinander. Vielleicht kommen sie dann ganz gut rüber in der Kamera. Mal gucken. Seht ihr das, dass das alles so ein bisschen voneinander abweicht? Sieht man hier noch besser. Man sieht hier bei diesem hier leider nicht, dass da ein rosa Einschlag drin ist. Schade, bringt die Kamera echt nicht rüber. So, dann haben wir hier etwas, das hat so einen Anschlag von Orange bis hin zu Bronze. Ne? Da ist so ein bisschen, dass der Farbton drin bronzig. Und ich könnte mir auch vorstellen, ist das ein bisschen metallisch? Es sind hier welche dabei, die haben so einen Metallic-Touch. Nein, dieses hier ist ein wirklich mattes Rosé-Nude, also so ein Altrosa, genau, Altrosa. Es gibt ja einmal dieses aus dieser pinkigen Serie, wie ich sie eben hatte, oder dann gibt es nochmal dieses absolut Nude Matt aus diesem zarten, pastelligen, wirklich unauffälligen, ich sage mal so plakativ dazu manchmal, ne? Die sind dann einfach so, ja, Nude, ne? Wo man sagt, okay, das steht nicht jedem, aber ja gut, ich bin auch nicht so der Fan davon, ne? Wenn ich in sowas habe, was nicht so ein bisschen Rosé oder Pink-Einschlag hat, dann bin ich auch immer so ein bisschen damit. So, und hier haben wir auch noch mal was. Das ist so ein bärtiger, pinkiger Ton, aber auch sehr schön. Kennen wir bestimmt noch so aus den Sommerkollektionen. Da waren viel diese Farben hier mit dabei. Also sehr schön. Den mag ich natürlich auch, aber der hat noch mal so ein etwas kräftigeren Altrosa-Touch mit dabei, ne? Also ein bisschen kräftiger, nicht? Wir haben ja hier auch welche gehabt, die waren so ein bisschen zarter. Ich glaube, das war der hier. Ich halte sie jetzt auch mal wieder nebeneinander. Und einmal nochmal mit einem pinkigen Einschlag und ein bisschen kräftiger, ne? Einmal haben wir so ein bisschen Nude, Altrosé und dann mal wieder mit dem Pink jetzt hier. Aber super Farben. Finde ich ganz toll. So, ich gucke nochmal. Haben wir noch einen? Ja, einen haben wir noch. Und der kommt auch in den Bereich Nude-Farben. Da kann man jetzt schlecht unterscheiden. Also die sind so wirklich hier, ich zeige euch den mal, hat aber auch einen Einschlag von Rosé. Aber wie gesagt, immer, immer weniger. Ne? Ich hatte hier welche, die waren ein bisschen kräftiger mit Rosé, dann wieder weniger. Und wie gesagt, hier kann man es, glaube ich, im Verhältnis ganz gut erkennen, wie zart er ist. Also, ich muss mal schauen. Ich glaube, ach, einen habe ich noch vergessen. Meine Güte, den hätte ich bald unterschlagen. Das ist lila. So, lila, wirklich lila, ne? Der ist natürlich auch toll. Ich mag das ja. Ich mag auch diese kräftigen Lila-Töne, ne? Und super, super Farbe. Sowas Ähnliches hatte ich schon mal von Wet n Wild. Und finde ich sehr schön. Ich stelle mal eben den Karton beiseite. Nein, einen habe ich noch. Oh Leute, ich bin heute aber auch. Wisst ihr was? Mein erstes Video, ne? Türkisblau ist der Hammer. Das ist die Farbe, die ich natürlich, ja, muss mal gucken, wenn das Frühling jetzt kommt, wenn der Frühling jetzt kommt und dann wieder diese Farben zu, mal gucken, welchen Klamotten das dann passt. Aber das ist so ein richtiges aquatisches Türkisblau, ne? Finde ich super. So, nochmal schnell einen Blick reinwerfen. Ne, jetzt sind sie alle raus. Ich tue den mal runter. Ich schaue mal einfach durch, damit ich euch nochmal was sagen kann. Also ihr habt hier einige Rottöne. Ich gucke mal, ich nehme die mal so ein bisschen auf. Wir haben den 24. hier mit dem dunklen Rot in der großen Flasche. Dann habe ich diesen hier in der kleinen Flasche mit so einem leichten Einschlag von Lila ist da mit drin. Dann den ganz dunklen
Rotton, der hat so ein, ich sage mal, als wenn da Schwarzanteile mit drin ist. Hier hat man einmal so Anteile mit Lila, der ist wieder mit Schwarz und das ist hier so ein wirklich Santa Claus, ne? So ein Christmas-Rot. Und jetzt gehe ich mal weiter, jetzt hole ich mal die Farben hier zusammen, die so, was schon, ja, wie gesagt, für mich so für den Frühling wieder sind. Es kann kein Mensch sehen, Astrid, wenn du da die Finger vorhältst, geht das nicht. So, ich zeige es euch mal so. Die gehören so in die Kategorie Pink und, jetzt habe ich die falsche Seite, aber auf alle Fälle sind die so mit so einem Orange-Einschlag, mit einem Pink-Einschlag oder eben mit einem richtigen, kräftigen Neon, ne? Neon-Einschlag hier. Davon haben wir auch drei. Dann haben wir hier diese New-Töne, da haben wir so eine ganze Palette von. Die nehme ich mal hoch. Das sind so diese hier zum Beispiel. Die halte ich noch mal rein. Und dann haben wir diese beiden, wo der eine mehr in dieses zarte Altrosa mit reingeht. Der eine mehr ein bisschen mit Silberpartikeln versehen. Dann haben wir hier diesen kräftigen lilanen Ton. Diesen mit dem blau- und fliederfarbenen Einschlag wieder. Und hier noch mal mit dem Silber, also mit den wirklich Metallic Partikelchen, die da drin sind. Ich muss mal gucken, dass die Kamera das kriegt. Da haben wir einen Basecoat und einen Topcoat. Wir haben die absolute Sommerfarbe in Türkis und in diesem Ton hier. Die beiden halte ich euch auch mal rein. Super zusammen, finde ich auch sehr schön. Und dann, wie gesagt, nochmal zwei New-Töne. Ne, einen Braunton, ein richtiger schöner Pinkton fürs Frühjahr. Und nochmal ein Nude. Also wir haben, ich möchte mal sagen, wir haben so 2, 4, 6, 7 Nude-Töne. Wir haben 4 Rottöne. Wir haben dieses wirklich die kräftigen Farbtöne für den Sommer in diesem Bereich. Da haben wir auch 4. Und dann haben wir ja nochmal den Topcoat und Basecoat. Ja, und dann nochmal, wie gesagt, so ganz zarte Braun-Toptöne und nochmal so ein ganz zarter Rosé-Nude-Farbton. Jo, den halte ich auch noch mal rein, dass ihr den sehen könnt. Also ich finde die Farbauswahl sehr schön. Ich finde, es ist für alle was dabei. Ich zeige euch auch noch mal, hier ist auch noch mal eine Farbtafel. Das heißt, selbst wenn ihr den Kalender jetzt zum Beispiel bestellt, ne, egal ob diesen oder einen anderen, denke ich mal, es sind immer diese Flyer mit dabei. Da könnt ihr genau erkennen, welche Lacke sind in welcher Tür. Finde ich von daher gut, weil man einfach sagen kann, gut, wenn mir die Lacke nicht gefallen von der Farbe, obwohl ich finde, bei QVC wird es mehr als präsentiert. Man kann wirklich alle Farben erkennen. Man weiß, was man bekommt. Man kauft nicht die Katze im Sack und dann hat man immer noch, wenn man aufmacht, diesen Flyer und kann nochmal schauen, Mensch, sind das auch überhaupt meine Töne? Und wenn nicht, kann man den Kalender auch ungeschlossen wieder zurückschicken. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht. Im Übrigen kostet der Kalender 43,86 €. Wie gesagt, ihr habt 23 x 5 ml und 1 x 10 ml. Bei den kleinen Flaschen kommt ihr auf einen Flaschenpreis von ca. 1,83 €. Finde ich für so einen Lack in der Größe mit 1,83 € immer noch gut. Es ist ein Profilack, es ist kein Billiglack irgendwie, wo man sagt, da habe ich 1,50 € für bezahlt oder so, sondern ihr habt hier wirklich Profilacke für 1,83 €. Und da kann man nicht meckern. Auch wenn der Preis im Moment wieder hochgegangen ist, die Kalender waren schon mal im Tagesangebot für um die 23, 24 €. Leider war ich da noch nicht so weit. Da hätte ich gerne das Video abgedreht, um euch es gleich zu sagen. Und das wollte ich eigentlich auch. So sollte es ja auch sein, dass ich es eigentlich vorher hinkriege. Aber wie gesagt, im Übrigen hat dieser Kalender, ich schreibe es aber unten nochmal in die Infobox rein, die Artikelnummer 29 1648. Also wer sich dafür interessiert, kann einfach mal schauen. So, meine Lieben, das war mein erstes Video. Boah, ich bin richtig außer Atem irgendwie, weil ich bin das gar nicht mehr gewohnt, ne? 14 Tage irgendwie so krank rumgelegen, ne? Und ja, ich hoffe, es hat euch erstmal Spaß gemacht. Es geht dann jetzt auch weiter. Ich werde jetzt gleich mein zweites Video hinterher drehen. Also nicht wundern, wenn dann vielleicht 2 Videos sind, wo ich gleich geschminkt bin und dieselben Sachen anhabe. Nur wenn ich es jetzt wieder jeden Tag mache. Ich will erstmal ein paar Videos abdrehen, damit ich für euch wieder was reinstellen kann und damit ihr was zu gucken habt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann, wie gesagt, ich freue mich. Ich hoffe, dass ihr Spaß habt an den Nagellacken, dass es den einen oder anderen interessiert und dass mein Video in Ordnung ist. Weil, wie gesagt, ich bin so aufgeregt gewesen heute. Ich weiß auch nicht, warum. Vielen Dank und bis zu meinem nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.